um einen Verein gründen zu können, sind mindestens zwei Personen erforderlich, die die gleichen Interessen haben. Soll der Verein ins Vereinsregister eingetragen werden, sind sieben Personen notwendig. Als Ullis Verein gegründet wurde, haben sich Ulli und Kalle und fünf weitere Personen zu einer Gründungsversammlung getroffen. In dieser haben sie die Vereinsgründung beschlossen und in einer Satzung festgelegt, wie sie miteinander arbeiten möchten. Außerdem haben sie Ulli zum Vorsitzenden und Kalle zum Finanzwart gewählt und das mit ihrer Unterschrift auf dem Gründungsprotokoll bestätigt. Das unterschriebene Gründungsprotokoll reicht Ulli zusammen mit der Satzung beim Amtsgericht ein und lässt so den Verein ins Vereinsregister eintragen. Der neue Verein ist somit gegründet.